Wenn man Nena und Bill von Tokyo Hotel nebeneinander sieht, dann könnte Bill glatt Nenas Sohn sein. Oder sogar Nenas Tochter. Auf jeden Fall hat Bill Nenas Karriere ganz genau verfolgt und zum Vorbild genommen. Jetzt trafen sich die beiden erstmals gemeinsam in einem Tonstudio. Was sie da gemacht haben, verrät Miriam Ebner. Na, wessen Hand ist das? Nenas? Nein, es ist die von Bill. Aber ehrlich gesagt sehen sich hier wirklich alle Beteiligten zum Verwechseln ähnlich. Bill gleicht Nena. Nena hat im Film zwar rote Haare, aber durchaus mit ihr verwandte Gesichtszüge. Und der von Bill gesprochene Animations-Arthur ist halt blond, könnte aber gut auch bei Tokyo Hotel mitsingen. Mein Haus, mein Garten, mein. Ich habe die Figur gesehen und dachte, ich muss den irgendwie synchronisieren. Ich fand den total coolen Typen irgendwie und dachte, das muss ich machen. Für Bill ist Synchronisieren echtes Neuland. Man kann diese Männer nur aufhalten, wenn man sie bezahlt. Und er stellt fest, gar nicht so einfach, so einem Kerlchen im Film das Richtige auf die Lippen zu legen. Gut, dass Nena, die Bill schon als Kind toll fand, mit im Sprecherboot sitzt. Doch eine tapfere, mutige. Nena hat das schon ein paar Mal gemacht. Ich kann mir da ein bisschen was abgucken. Also sie war sehr, sehr professionell schon, wie sie das gemacht hat, sehr gut. Und ich muss sagen, wir hatten eine Menge Spaß. Also gehen wir mal davon aus, die beiden haben nicht nur Frisurentipps ausgetauscht, sondern auch ihren gemeinsamen Vorteil genutzt. Den Vorteil, wenn man eigentlich Sängerlein ist. Also man kann den Text natürlich schneller. Das war schon immer so Gedichte und all das konnte ich immer viel schneller auswendig lernen, weil ich immer so viel singe und alle Texte auch ziemlich schnell kann. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil dann, ja. Du wirst wirklich in 2 Tagen 1000 Jahre alt. Ah, ja. Jetzt bin ich schon dran? Nein? Noch nicht ganz. Arthur und die Minimoys mit Nena und Bill gibt's erst ab Ende Januar im Kino.